Hände voll. Ach, lecko funny Oktopus müsste man sein. Oh. Müssen wir Luft kriegen. So, sind wir im Bild. Test 1, 2, 3. Haare sitzen wie immer. Ne. Der Rüssel läuft auch. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zum bereits 6. Mikroabenteuer. Geil! Was ihr für dieses Mikroabenteuer braucht heute ist ein schönes stilles Plätzchen, ein Faden Geduld, Fotoapparat, Kamera und Vogelfutter oder Mausefutter oder was auch immer. Wir machen nämlich heute, hoffe ich, Tierfotografie. Das ist die einfache Version. Das Ding ist, es gibt da keine Garantie. Kann jetzt sein, dass ich mich gleich da 3-4 Stunden auf die Lauer lege und nicht ein Vögelchen vor die Linse bekomme oder Mäuschen. Ich habe für alles was dabei. Ich gehe jetzt an einen Ort, wo ich mit meinem Papa auch schon hier einen Overnighter hatte, wo ich weiß, wo die Mausis ihr Zuhause haben, wo sie rauskommen. Aber A, es ist nicht in ihre Zeit. B, ja, ob man die jetzt mal eben so rauslocken kann. Ich will es versuchen. Ich bin auch nicht alleine. So, und jetzt lacht mich nicht aus. Ich bin ja so eher der grobe Hacker und ja, ich mache Tische, ich bastel, ja, mit großen Holzstücken. Für filigrane Sachen und so schöne Sachen ist eigentlich mein Papa zuständig. Aber komm, let's fetz. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen Material gesammelt im Wald, hatte noch ein wenig Deko zu Hause und habe Zapfi gebaut. Und ich muss sagen, ich finde ihn geil. Ich bin verliebt. Ich blende euch mal ein. So ein bisschen meiner nächtlichen Bastelarbeiten. Sowas dann gerne nach der Spätschicht. Schaut's euch an! Ja, Zapfi ist jetzt mit dabei. Zapfi ist so gebaut, dass er im Boden alleine stehen kann. Hoffe ich, dass er mir nicht sofort zerbricht. Ich habe Kleber dabei. Weil er soll eigentlich Teil des Bildes werden. Ob das so funktioniert, das ist eine Sache, wo es keine Garantie gibt. Ich gehe jetzt erstmal zu meiner Stelle, richte mich da häuslich ein. Tarp oder sowas habe ich heute nicht dabei, weil es wird so früh dunkel. Aber ich habe ein bisschen was Gemütliches, wo ich mich für drauf flezen kann. Ach, ich habe ein Buch vergessen, siehste. Egal, Podcast, zur Not. Und dann harre ich der Dinge, die da kommen und drückt mir die Daumen, dass es was wird. Für dieses Experiment habe ich meine alte Spiegelreflex wieder bekommen. Schon völlig raus aus der Fotografie, aber gut, das ist... Na, der Moment muss passen, der Rest wird schon. Ich habe Kokosnüsschen, was ich gleich in den Baum hängen werde, um schon mal ein bisschen anzulocken. Vogelfutter, was ich ja eh immer zu Hause habe. Und ich war extra einkaufen. Ich habe Käse und Blaubeeren. Weil manche Vögelchen, so Amseln und sowas, fressen auch gerne Blaubeeren. Und Käse für die Mausis. Obwohl wir haben auch schon in den Niederlanden oft beobachtet, dass auch die Vögel an den Käse gehen. Von daher
Wir tun, was wir können. Dann holen wir mal unseren Freund hier raus. Darf ich euch vorstellen, Zapfi? Meine Finger sehen aus. Ja, ich habe gesägt. Das ist Zapfi, Leute. Die Schrauben, die habe ich vom Papa da noch reindrehen lassen, damit ich den in den Boden stecken kann, ne? Damit er auch hält. So. Beziehposition und lock hier unsere Freunde an. Ne? Muss ich gleich erstmal gucken, ob das von der Ausrichtung so hinkommt, dass die Kamera auch hier alles einfangen kann und nicht im Weg ist. So, ich habe jetzt Angst, dass mir was abbricht. Ey, das darf jetzt nicht passieren. Das Problem ist, ja, ich muss ja so ein bisschen auf Bewegung gleich achten und in der richtigen Sekunde abdrücken. So, Freunde, das Buffet ist eröffnet. Kommt, ihr Kinder, ihr Vöglein und Mäuse. So, die Kamera muss noch stehen. Und jetzt heißt es, Carmen, Fresse halten. Die Unzuverlässigkeit des menschlichen Verstandes in großen Höhen ist geradezu atemberaubend, was die Recherche nicht gerade erleichtert. So, kommen wir mal wenigstens zum Hörbuch hören, Leute. Geht. Auf meine eigene Wenn das hier trocken bleibt, bitte. Zu verlassen, führte ich mit den Wichtigkeiten des Lhotse gegen nun bereits Nebelschwaden, die bis zur Gipfelpyramide des Everest vordrangen. Der Einzige, der hier gerade am Essen ist, bin ich. Ich schnappte mir eine frische Sauerstoffflasche. Hier ist auch nicht viel Vögelei, Vogelzeugs. In die sich zusehends zusammenziehende Wolkendecke. Die sind da hinten in den Büschen, aber da kann ich mich nicht auf die Lauer legen und ich habe kein Supertele, ne? Man muss nehmen, was man hat. Und geduldig sein. 400 Höhenmeter über mir. Oder dass sie Pech haben. Und bei da vorne sitzt ein Rotkehlchen. Sie sagten sich also, dass oh, bitte komm. Ein schönes Rotkehlchen wäre doch auch was Feines. Sorry, mein Hörbuch läuft im Hintergrund. Bei Rotkehlchen sind ja nicht ganz so schissig. Komm, Baby, komm, komm, Baby, komm, Baby, Baby, komm, komm. Er sitzt. Ich sitze auch. Mal gucken, wer länger aushält. Hm? Ich bin nicht scharf auf die Körner. Es hat gefressen. Was du bist. Oh, das war so schnell. Ich habe vielleicht 5-6 Schüsse geschafft, aber ich habe doch keine Ahnung, ob da irgendwas Brauchbares bei ist. Ich sehe das zwar auf dem kleinen Monitor, aber ich bin mir nicht sicher. Muss ich auf dem Rechner sehen, was ich da rausholen kann. Das ist sehr unruhig. Aber gut, Photoshop kann einiges regeln, ne? Ja, vielleicht. Ist ja auch, ich kann ohne Brille das gar nicht so geil sehen. Ich lasse mich überraschen. Aber schon mal ein kleiner Erfolg, ne? Und jetzt weiß er, wo es ist. Wo es ist. Aber es waren die Körner. Weder Käse noch Blaubeeren. Okay. Durchschnittstyp. Es bleibt wohl heute bei dem Brotkehlchen. Ich könnte jetzt noch knapp 1,25 Stunden, bis die Sonne untergeht, hier warten. Mir friert aber gerade der Arsch ein. Also nächstes Mal brauche ich eine Wolldecke. Auch wenn die Sonne so schön scheint. Eben weil sie so schön scheint, versuche ich jetzt noch mal ein kleines Experiment mit den Gänsen da unten. Die werden mir wahrscheinlich eher Zapfi kaputt machen. Ja, mal gucken. Dass wir schon mal auf jeden Fall ein sicheres Erfolgserlebnis haben. Und wie gesagt, ich lasse Futter hier liegen so ein bisschen. Die Kokosnussschale lasse ich hängen, ein paar Blaubeerchen, damit die checken, wuhu, was geht denn hier ab?
Und wenn ich das immer wieder mache, merken die sich das, sage ich euch. Bis an mein Vogelhäuschen mal richtig die Hütte voll war, das hat, glaube ich, 2 Monate gedauert, bis die gescheckt haben. Hier hast du good life. So, okay. Aufräumen, abbauen, Arsch aufwärmen. Ey, vorgestern habe ich hier die Kokosnuss hingehangen. Sie ist leer. Komplett leer geratzt. Okay, da hat sich aber jeder und alles bedient. Schön, freut mich ja. Ich bin jetzt nochmal an die Stelle zurückgekehrt, ohne großes Setup, nur mit Zapfi. Weil ich gebe mich mit dem Rotkehlchenbild noch nicht so ganz zufrieden. Also harren wir der Dinge, die vielleicht jetzt noch kommen. Ja, jetzt wissen Sie ja, dass es hier was gab. Obwohl, ich habe ja gehofft, dass noch ein bisschen drin ist. Hat sich dann ja schon wieder erledigt, ne? Egal. Dann habe ich noch auf dem Rückweg vom letzten Mal so ein bisschen, ja, Bäume und irgendwas fotografiert und ein bisschen gebastelt. Also da habe ich auch Spaß dran. Kann man dann auch machen, die Fotos ein bisschen übertriebener zu übertreiben, zu bearbeiten. Okay, ja. Es ist, ja, heute kommen mir nur Hundehalter entgegen mit freilaufenden Hunden, die weder hören noch parieren. Abgesehen davon, dass hier Leinenpflicht herrscht, ne? Aber gut. Ja gut, egal. Ich will jetzt mein Foto machen, damit wir zum Abschluss dieses Videos kommen. Aber Leute, macht es mal. Ich finde das schön, macht Spaß. Ist klar, es ist ruhig, man sitzt, man wartet eigentlich nur, aber es hat was. Man hofft ja immer. Ja, und dann melde ich mich gleich nochmal mit einem kleinen, großen Dankeschön. Ne? Die irritiert mich. Dann gibt es zum Schluss nochmal ein Dankeschön, es gab wieder Zuschauergeschenke. Ja, ich lege mich jetzt erstmal auf die Lauer. Oh, Eisfüße, Eisfüße. So, ich baue da mal hier ab. Nehm Zapfi wieder mit. Oh, ja, das Ergebnis seht ihr dann am Ende des Videos. Ah, ich freue mich, ja. Macht es einfach mal. Ob jetzt mit oder ohne Dekomännchen, einfach Futter. Also ich kann echt empfehlen, die Stelle, wo man fotografieren möchte, vorher mal anzufüttern. Oder wenn jemand ein Vogelhaus auch hat, ja, besser geht nicht, ne? Oder mit Pferdchen, irgendwas, finde ich schön. So, Zapfi. Zapfi kommt jetzt wieder nach Hause. Der hat gehalten, Wahnsinn. Und der stand gerade schon ganz schief, weil jetzt zum Schluss ist er einmal ein bisschen angewämst worden. Habe ich leider nicht auf dem Foto, aber gut. Ich hoffe, da ist was Schönes bei. So, und zu guter Letzt, bevor ich jetzt nach Hause gehe, sag ich nochmal an jemanden Dankeschön. Ich habe demjenigen schon persönlich auch geschrieben, das im letzten Video nur nicht erwähnt, hole ich hiermit nach. Ne? Also hier lieben Gruß nochmal und mega fettes Danke an Uwe. Wie gesagt, ich habe ihm schon ein paar Zeilen geschrieben und erklärt, wofür und warum das in meiner Liste war. Aber ich zeige euch das auch nochmal. Also erstmal ein wasserfestes Gehäuse für meine Action Cam. Mit ganz viel Klimbims dabei. Antibeschlagschutz und sonst was. Ja. Erstmal, damit ich demnächst, wenn es richtig regnet, meine Kamera auch sicher verstaut habe. Und ich habe auch vor damit, wenn ich mal an Seen bin oder sowas, ich möchte mal gerne Unterwasseraufnahmen machen. Oder zumindest so, ja, dass ich die Kamera mal ins Wasser halten kann. Dadurch, dass ich den Mikroanschluss hier offen habe, geht es nicht, ne? Oh. Oh, alte Frau, kann ich lange hocken. Da ist der Anschluss halt nicht dicht gegen Wasser, ja. Damit würde ich die Kamera im Arsch machen. Deswegen freue ich mich da richtig riesig drüber. Ja, einmal das. Und ihr müsst ja immer übertreiben, ne? Kam jetzt noch was dazu. Soll ich dazu sagen? Erkennt ihr, was es ist? Das ist eine... Warte mal. Wildschweinglocke? Nein. Es ist eine Bärenglocke. Ich packe die mal wieder ein, dann hört sie nämlich auf zu klingeln. Ja, ist noch jemand neugierig. Eine Bärenglocke. Erstmal, wenn ich meine Fernwanderung mache und wie ich in dem Q&A-Lesson schon
erwähnt habe, steht bei mir der Schluchtensteig auf dem Plan. Und ich bin ja so ein bisschen gebrannt jetzt durch die Wildschweinaktion. Fühle ich mich A mit sicherer, ne, dass ich mich ankündigen kann. Natürlich will ich da nicht mitwandern oder irgendwelchen Leuten mit auf den Geigst gehen. Das auf keinen Fall, aber so für mich vom Gefühl. Und dann, ja, wird diese Schätzelein eigentlich ursprünglich für was ganz anderes mitkommen. Natürlich nicht nur für Wildschweine, was heißt nicht nur, eigentlich gar nicht für Wildschweine, aber ich habe gedacht, wenn ich das Ding jetzt habe, das kommt jetzt auch auf jede Fernwanderung mit, das schwöre ich euch. Aber ja, da kommt was demnächst, bald, dauert noch, aber dafür ist die Bärenglocke und das Unterwassergehäuse. Dankeschön hier auch nochmal an Uwe. Möchte ich auch im Video erwähnt haben, ne? Also, danke, danke, ich freue mich. Ich freue mich da richtig drüber. Ich habe ihm, glaube ich, einen halben Roman geschrieben, ne? Wofür und was und alles. Egal, aber ich muss da meiner Freude freien Lauf lassen. Oberwahnsinn. Okay. So, ihr Lieben, es fröstelt. Es sieht so sonnig aus, es ist aber arschkalt. Der ganze Wiese ist gefroren hinter mir. Egal. So, Futter lasse ich wieder liegen für meine Freunde. Ich sage, macht's gut, ihr Lieben. Geht raus, bewegt euch, wagt mal ein Mikroabenteuer. Jetzt habt ihr ja schon so ein paar auch zur Auswahl. Schickt mir Fotos, schickt mir Videos davon. Veröffentliche ich gerne demnächst in einem Video. Ich sammle das Material erst. Ja, und somit gehe ich jetzt in meine Heizung, an meine Heizung. Ich habe heute total den Sprachfehler, ne? Es tut mir leid. Aber manchmal ist das so. Ich komme auch gerade von der Arbeit direkt durchgestartet. Freunde, ich habe Hunger. Also, ich gehe essen und ihr geht raus. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!